Bisschen laut. Ein bisschen leiser. So. So. Die erste Mini-Episode von To the Moon. Mal schauen. Wurden die da mit Tomaten beworfen? Oh. Schön. Hat die Tür jetzt zugemacht und wieder auf? Also, leicht drauf. So, nicht sehr nett. Hey, Eva. Komm in mein Büro. Es gibt etwa... Neil, wo bleibst du? Das Meeting hat bereits vor einer Stunde angefangen. Was? Sehr gut. Moment mal. Heute ist gar kein Meeting. Ja, und ich bin nicht dämlich. Zweimal am selben Tag. Wirklich? Außerdem, ist das nicht ungefährlich? Was, wenn es mir auf den Kopf fällt, ohne vorher umzukippen? Aber dir war egal, dass es auf meinen fällt. Das ist was anderes. Du hast einen ziemlichen Dickkopf. Ich hab dich immerhin einmal erwischt. Entschuldige bitte, dass ich so nett war, dir eine Chance auf Revanche zu geben. Aber im Ernst, komm mal vorbei. Es gibt etwas, was ich dir zeigen möchte. Nur einen Augenblick noch. Möchtest du nicht unten bei der Party mal vorbeischauen? Vielleicht später. Bring mir einen Drink mit, falls du gehst. Gehen wir doch mal nach unten. Upp. Was? Da fällt mir gerade ein, könntest du mir auch ein Stück Kuchen mitbringen? Woher weißt du, dass es Kuchen gibt? Es gibt immer Kuchen. Und ich will ihn haben. Nun gut. Such dir eins von beiden aus. Ich bin nicht deine Kellnerin. Also, was von beiden möchtest du? Neil? Ich denke nach! Hör mal, ich muss weitermachen. Ich rufe später nochmal an. Oh, hey, Eva. Roxanne Winters. Roxy, alles in Ordnung. Hm? Oh, naja, wir sind nach draußen gegangen, um etwas aus dem Wagen zu holen und... Naja, du kannst es dir vorstellen. Sie sind wieder da, hm? Nun, du weißt ja, wie es um diese Jahreszeit ist. Hör mal, erzähl es nicht den anderen, okay? Ich möchte nicht, dass sie deswegen beunruhigt sind. Vielleicht hat sich das Problem zum Ende der Party ohnehin gelöst. Ich hoffe es. Komm, lass uns schauen, was die anderen gerade treiben. Mhm. Okay. Party! Hallo, alter Mann. Was? Warum geht die dahinter? Wenn ich mit dem... Hey, Willis, ich glaube, Logan flirtet mit deinem Mädel. Moment mal, was? Ihr geht nirgendwo hin. Ach, ich weiß nicht, Willis. Logans Gesang ist engelsgleich. Ist er das?
Ja, Willis, und ich habe gehört, er ist ein ausgezeichneter Tänzer. Ich vertausche die Stimmen komplett. Mein Gott. Bin ich das? Nun, ich habe noch drei Haarsträhnen auf meinem Kopf und jeder einzelne von ihnen ist bereit, sich mit ihm auf dem Parkplatz zu messen. Okay, das wird mir jetzt zu seltsam. Hey, Eva. Hey, wie lief euer letzter Auftrag? Ich habe gehört, es gab einige Schwierigkeiten. Eigentlich okay. Es gab nur einige bürokratische Hürden. Aber ich möchte jetzt nicht an die Arbeit denken. Davon wartet später noch genug auf mich. Timer und ich diskutieren gerade über unsere Vorliebe für frühe Barockbilder. Sie sind alle herrlich. Ja, das sind sie. Eva, Liebes. Guten Tag, Timer. Du hast mir noch gar nicht auf meine E-Mail über meinen Neffen geantwortet. Dabei habe ich sogar ein Foto beigefügt. Danke, aber ich bin momentan nicht auf der Suche. Oh, wegen Neil, nicht wahr? Was? Nein. Ich vermische ungern berufliche und private Angelegenheiten. Wow, ein Grund mehr, warum mein Neffe perfekt für dich wäre. Ihr zwei werdet so glücklich sein. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Eva. Da wir heute volles Haus haben, durfte Eddie was trinken und hört er nicht mehr auf zu reden. Ich brauchte einfach jemanden, der ihm zuhört. Ja, das ist es ja gerade, was ich fürchte. Eddie, was geht ab? Weißt du, was mich stört, Lisa? Wir können Erinnerungen ändern, aber ich schaffe es nicht, mein Haar so üppig wie Logan, so zeitig wie deins zu gestalten. Ja, eine Tragödie. Schöner Hut. Ja, okay. So. Ich weiß, es ist schwer, nicht darüber nachzudenken, aber sich Sorgen zu machen, ändert auch nichts. Ich weiß, aber... Was hat sich deine letzte Patientin gewünscht? Oh, naja, sie wollte die Welt bereisen. Und hat sie das... Ja, wir waren an so vielen Orten. Es waren sogar einige dabei, die ich noch nie besucht habe. Sie war überglücklich. Klingt, als wäre sie dir für deine Arbeit sehr dankbar gewesen. Du hast vielen Leuten geholfen, Roxy. Ich bin mir sicher, wenn sie zu dir sprechen können, würden sie dir genau das mitteilen. Was da draußen vor sich geht, ändert nichts daran. Mag sein. Ich fühle mich wirklich etwas besser, wenn ich daran denke. Danke, Eva. Es ist Weihnachtszeit, lass dir nicht die Stimmung verderben. Kurz abwesend, was durch dieses Wasser? Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Nur ein bisschen Gelaber von den Leuten, aber das ist nicht wirklich wichtig. Ja, und jetzt? Soll ich dem jetzt Kuchen mitbringen oder Drink? Anscheinend kann ich gar nichts mitbringen. Wieder gehen kann ich jetzt auch. Doch, kann ich. Dann gehen wir halt wieder hoch zu Neil. Wenn wir ihm eh nichts mitbringen können. Böse Eva. Neil? Ist besetzt. Okay. Mal in unser Zimmer zurück. Spuch gucken. Liebes Tagebuch, heute habe ich... ich sollte mein Tagebuch nicht einfach so herumliegen lassen. Am besten ich schließe es gleich wie weg, bevor es jemand sieht. Tagebuch. Wer hat denn sein Tagebuch auf der Arbeit? Endlich. Netter Versuch, aber dieses Mal gibt es keinen Wassereimer.
Alles in Ordnung? Du wirktest abgelenkt. Was? Ja, alles okay. Mir geht es gut. Egal, ich bin fast fertig. Ich rufe durch, wenn es soweit ist, Eva. Okay, zurück an die Arbeit. Hier in irgendwelche Räume gehen. Oh, Moment, da hier. Toiletten. Ja, nichts Wichtiges. Dann gehen wir halt wieder runter. Zu den anderen Kollegen. Außer wir können es nochmal probieren. Ah! Nicht abgeschlossen. Geduld ist eine Tugend, Eva. Mein Gott. Von mir aus. Was soll ich jetzt hier machen noch? Mit den ganzen Leuten habe ich schon gesprochen. Das Geräusch von knirschendem Schnee unter den Füßen, das ist wie Luftpolsterfolie für die Stiefel. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig schneit. Ah. Wo ist Neil? Wer ist das? In seinem Büro. Ich weiß auch nicht, was er dort treibt. Üblich, verstehe. Was ist mit dem? Jetzt nicht nach draußen, Eva. Ich weiß, Roxy hat es mir bereits erzählt. Diese aufdringlichen Nervensägen. Sieht so aus, als wollen sie noch eine Weile bleiben. Okay. Erzähl den anderen nichts, Eva. Vielleicht verschwinden sie von alleine. Ja, wollen wir es hoffen. Ja, es ist soweit, Eva. Komm vorbei, sobald du kannst. Okay, der hat uns immer noch nicht gesagt, ob er jetzt Kuchen haben will oder einen Drink, aber. Kriegt halt nichts. Nicht. Nicht kriegt er. Kurze Sache. Eventuell wird der Stream heute ein bisschen länger gehen. Eventuell. Oder morgen dann vielleicht. Na, ja, heute. Wenn. Wenn dann heute ein bisschen länger. Ich hab noch was. Das würde ich ganz gerne streamen. Und ja, mal schauen. Mach die Tür zu. Warum? Weil dieser Computer eigentlich zum Arbeiten gedacht ist. Wie du dich vielleicht erinnerst. Wenn Rob das sieht, wird er wieder sagen: Nee, na, wieder mal am faulen Neil. Mimi. Und sie macht die Tür nicht zu. Was ist das? Hier, setz dich. Kommt Erinnerungen auf? Papierhase, ja. Bitte sag mir, dass du das nicht selbst gefaltet hast. Beruhig dich, da waren hunderte davon. Außerdem, es ist ja nicht so, als ob Lilly und ihre Kinder sie noch brauchen würden. Und was willst du damit? Deine Erinnerungen auf Trab bringen, zum Beispiel. Jetzt startet das Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ach, komm schon. Es war viel Arbeit, es zu erstellen. To the Moon. A game by Neil Watts. Das Entatu-Start. Der hat ein Spiel programmiert. Was? Tada! Das ist total respektlos. Er hat sogar den Song reingebracht. Hey, hab dich nicht so. Videospiele sind eine Kunstform. Die Gesetze dazu gibt's schon seit Jahrzehnten. Ja, aber wenn das hier bekannt wird, werden sie vielleicht wieder einkassieren. Du kannst mich nicht beleidigen, Eva. Du hast es ja noch nicht mal gespielt. Komm schon, probier's mal aus. Okay.
ernsthaft. Regenschirm. Platypus. Dinger. Kommt sie bekannt vor? Wunderschön. Okay. Oh, fuck. Das River, die kriegt die Oliven, warum auch immer. Überfahren ist hier wunderbar. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin gleich tot. Der kriegt das überfahrene Tier. Wunderbar. Hehe, solche Spiele habe ich in deinem Alter auch gemacht. Dr. Willis. Also, hey, solche Spiele habe ich in deinem Alter auch gemacht. Was? Was zum? Wie niedlich, der fliegende Kopf. Sollst du das sein, Neil? Wie lange steht ihr schon hier? Mal wieder am Faulenzen, was? Mann, ich wusste doch, dass er das sagen würde. Raus aus meinem Büro, Leute. Das ist mein privater Bereich. Kusch. Ich will weiter zocken. Siehst du, Eva? Genau das passiert, wenn man die Tür offen lässt. Ich glaube, ich gehe mir etwas die Beine vertreten. Mir ist gerade aufgefallen, dass du meinen Drink vergessen hast. Geh so lange ruhig weiter. Gerne. Sehr gerne. Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Ah! Warum kommt denn von da einer? Ach, das sind zwei. Okay. Erstmal heilen. Do do.
ist jetzt. Da unten ist jetzt offen. Ah, fuck. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ah, Hilfe. Da ist Heilung. Es lief alles so gut und dann. Da hast du ein Buch. Ah, noch mehr Heilung. Wunderbar. So, weiter geht's. Was ist das jetzt? Schenkst mir Platypus, wunderbar. Okay. Jetzt sind wir auf dem Mond. Da kriegst du das Ding geschenkt. Jetzt freut sie sich, wunderbar. Ah, das ist jetzt, die Zwischensequenz mit der Schule und so weiter. Oh oh. Oh oh. Aber ich wollte weiterspielen. Ich war doch direkt beim Boss. Ich kann da einfach aufhören zu spielen. Rage Quit, weil sie verloren hat wahrscheinlich. Hey, wie aber was? Ist sie in ihrem Zimmer? Nein, vielleicht auf der Toilette. Und wenn sie nach unten gegangen wäre, dann hätten sie sich ja eigentlich getroffen. Nehme ich an, ist sie auf der Unisex-Toilette. Doch nicht. Ah, dann halt nicht. Halt mal nach unten schauen. Auch nicht hier. Psst, Neil. Was geht ab, Alte? Suchst du nach Eva? Ja, woher weißt du das? Ich habe sie vorhin auf dem Gang gesehen und sie sah verärgert aus. Moment mal, wieso soll das meine Schuld sein? Nun ja, wenn ich mir dein Gesicht so anschaue. Scheint mir, ich würde mich auch oft aufregen, wenn du mein Partner wärst. Aber das ist natürlich nett gemeint. Was soll denn daran bitte schon nett sein? Wie auch immer, danke für die Info. Ich schaue oben mal nach. Dann halt wieder noch. Hin und her gelaufen. Oh. Da ist er. Wunderbar. Hallo. Hey. Du hast das Spiel nicht zu Ende gespielt. Aber bereits genug davon. Bist du etwa wegen der Zombie-Wars verärgert? Du hast sie selbst erschaffen, weißt du nicht mehr? Mensch, es war eindeutig ein Scherz. Ich würde ja fragen, seit wann du so verkrampft bist, aber... Na, du weißt schon. Komm her, Neil. Willst du mich schlagen?
Ich habe Kara Kwon Chun trainiert, weißt du. Glaub mir, meine Hände sind blitzschnell. Nicht mal ich selbst kann mich im Zaum halten. Wahnsinn. So viele waren es noch nie, was? Roxy sagte, seit heute Morgen kommen immer wieder neue dazu. Die legen sich ziemlich ins Zeug, dafür, dass sie nicht bezahlt werden. Als ich mir diesen Job ausgesucht habe, dachte ich eigentlich, es wäre gut angesehen, Träume erfüllen und so weiter. Aber nur die Toten würden uns danken und nur die Sterbenden stehen auf unserer Seite. Vielleicht gefällt dir nicht, wie ich arbeite, aber ich tue es zum Wohle der Patienten. Und öfter, als mir lieb ist, zu deinem, damit du nicht gefeuert wirst. Ja, das machst du gut. Das ist eine beeindruckende Leistung. Meinst du, sie haben recht? Hm? All die Leute dort draußen. Sie kämpfen dort für das, was sie für richtig halten. Puh, das will ich doch nicht hoffen. Aber hey, jeder glaubt an etwas. Wir sind viele, aber vergiss nicht, dass auch viele Leute auf unserer Seite stehen. Erinnerst du dich an Lilly? Sie sind nicht so lautstark, weil zufriedene Menschen es selten für nötig halten, ihre Meinung kundzutun. Aber wir sollten daran denken, dass es sie gibt und uns an jeden Patienten erinnern, den wir besucht haben. Und uns daran erinnern, wie hart wir gearbeitet haben und wie sie die Welt lächelnd statt unglücklich verlassen haben. Manchmal reicht dieser kurze Moment geteilten Glücks, um zu wissen, unsere Arbeit war es wert. Bist du betrunken, Neil? Ey, ich wiederhole hier nur den Mist, den Rob immer von sich gibt. Also in Ordnung. Aber wenn du mich fragst, ob unsere Arbeit eine Bedeutung hat, ich denke schon. Und wenn es nur für den kurzen Augenblick ist, bevor sie von uns gehen. Reicht dir das? Manchmal bin ich mir nicht so sicher. Wie sieht es mit dir aus? Bist du wirklich glücklich mit deiner Arbeit? Hey, ich bin einfach glücklich, dass wir einen Haufen Kohle machen. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich weiß gar nicht, wohin mit all dem Geld. Beim Einkaufen sage ich immer, klar habe ich 10 Cent für eine Tüte. Ach was, hier sind 20 Cent. So bin ich halt. Weißt du, das Spiel, das du gemacht hast, es war nicht nur mies. Ey, das war nicht mal so. Ich hab schon viel, viel schlechtere Spiele gespielt. Ich höre. Ich meine, die Grafik war veraltet und das Gameplay ziemlich schwach, aber ich bin überrascht, dass du dich so genau an den Fall mit Johnny und River erinnerst. Sorry, wegen der Zombie war's. Aber du hättest wirklich bis zum Ende spielen sollen. All die Zombie was tun sich zusammen und retten als Helden den Tag. Wirklich? Klar doch. Außerdem gibt es noch Feuerwerk und Cheerleading, während alle Johnnies und Rivers deinen Namen rufen. Vielleicht sollte ich es wirklich zu Ende spielen. Ja, ja, solltest du. Halt, halt, nicht so ungeduldig. Das Spiel läuft dir nicht davon. Du kannst es auch noch in, zwei Wochen spielen. Hallo? Danke für das Angebot, aber wir brauchen im Moment keinen Premium-Schneeräum-Service. Du solltest deine Nummer aus dem Telefonbuch streichen lassen. Das hält dir die meisten Vertreter vom Leib. War nur ein Witz, wir werden zu einem Patienten in kritischen Zustand gerufen. Moment mal, was? Verstehe, wir sind sofort da. Meinst du das ernst? Ja, komm, wir müssen los. Über sowas macht man keine Witze. Meinst du es also wirklich ernst? Neil! Hm.
Oh Gott, was ist denn jetzt mit der Musik? Das war jetzt aber ein ominöses Ende. Okay. Also, das war die erste Mini-Sode. Lassen wir mal kurz die Credits durchlaufen, vielleicht kommt noch was. Mit RPG Maker XP. Das Spiel gemacht im schlechtesten RPG Maker, den es gibt. Na, was ist das Schlechteste? RPG Maker XP ist der RPG Maker, den ich am wenigsten mag. Bonustrack dieser Minisode kostenlos herunterladen. Googeln Sie nach A Bird Story OST. Okay. So, schauen wir uns noch die zweite Minisode an. Die soll ungefähr, ich glaube, entweder ungefähr gleich so lang gehen wie die oder noch kürzer. Weiß jetzt gerade nicht. So. Ah! Vollbildschirm. Vollbild. Bildschirm ist nicht gut bei so kleinen Dingern. Und es ist wieder recht laut. So, Moment. Haben wir gleich. So. So, okay. So, Minisode 2. Schauen wir uns noch. Haben die ernsthaft Scheibenwischer? Automatischen Scheibenwischer an den Fenstern. Immerhin, sie fangen an, das Gelände zu verlassen. Ich schätze, die Reinigung wird bis nach unserem Urlaub warten müssen. Warum ist da alles jetzt in Anführungszeichen? Wir sollen einen externen Fruchtsammler einsatzbereit machen. Die Kühlung durch den Schnee hält sie sogar frisch. Mhm. Sieh dir das rein. Wir sind drin und der Kühlschrank ist überall dort draußen. Genialer Gedanke, oder? Sicher, bist ein schlaues Köpfchen. Wusste ich's doch. Ich frage mich, ob die anderen heute früher fahren. Die Straße ist ja nun frei. Tja, warum auch nicht? Kaum zu glauben, dass wir wegen der vielen Aufträge unsere Weihnachtsfeier so weit nach hinten verschieben mussten. Brichst du heute auch früher auf? Ja, warum nicht? Bringe den Abend mit der Familie meiner Schwester. Mit der Familie meiner Schwester. Sie leben hier ganz in der Nähe. Im kleinen Balk, was? Ja, aber ihr kleines Blag. Blag? Ja. Achso, Blag. Balk und Blag, ja. Okay. Geht beides. Ihr kleines Blag hat mir ein besseres Weihnachtsgeschenk gemacht als du. Hey, immerhin habe ich versucht, für meinen Partner etwas zu besorgen. Im Gegensatz zu einer gewissen anderen Person. Glaubst auch nur du. Das Geschenk. Was ist das? Es ist ein Hintergrundgeräuschrekorder. Er spielt verschiedene beruhigende Hintergrundgeräusche ab. Wie zum Beispiel Meeresrauschen oder das Zirpen von Grillen. Wieso ist es dann ein Rekorder, wenn er was abspielt? Hör dir das mal an. Hört sich an wie etwas, das mein Handy auch könnte. Ach ja, mit diesem Gerät kannst du auch eigene Aufnahmen machen. Okay, jetzt passt der Rekorderteil. Und sie in einer Endlosschleife abspielen. Einfach Rec drücken und du kannst dir deinen eigenen Hintergrundsound für die Arbeit erstellen. Wiederhole. Handy. Sieht so aus, als wären wir beide nicht besonders gut im Schenken. Hey, ich nehm's trotzdem. Vielleicht nehme ich auf, wie Rob eine Standpauke bekommt und nehme das zum Einschlafen oder so. Ja, ja. Wie dem auch sei. Wie steht's mit dir? Hast du schon was vor? Also. Oh, ho, ho. Komm her, du Hengst. Was? Hoffentlich nicht die beiden Alten. Nein! Fuck!
Ist das dabei oder wirst du mit dem Sarg noch attraktiver? Meine Liebe, ich bin nüchtern wie am ersten Tag und du bist immer noch heiß wie die Sonne. Wenn ich dir in die Augen schaue, ist mir, als würde ich sanftes Meeresrauschen hören. Oh, du freches, kleines Luder. Wenn mein Rücken nicht wäre, würde ich dich auf der Stelle... Hey? Hey. Es schneit draußen. Ja. Schon den ganzen Tag. Okay, für heute ist es wohl genug. Ja. Ich mach mich auf den Weg. Tu das. Tschüss, Neil. Wer ist da? Hallo? Okay. Geh zu. Eingang. Oh. Eva, wegen vorhin. Ey, mach dir keine Gedanken darüber. Nein, Mensch, du verstehst nicht. Manchmal, wenn ein Mann eine Frau ganz doll lieb hat. Ach, du mal wieder. Meine Sachen sind noch im Oben. Sachen sind noch im okay. Büro. Auf jeden Fall zwei sehr aktive alte Menschen. Hey, Eva! Hey, Eddie, wie geht's? Nein, 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 Tür! Ups, sorry. Was soll's, kein Problem. Tschüss, Eddie. Hallo, Roxy. Warum ist mein Tagebuch schon wieder offen? Liebes Tagebuch, heute habe ich. Mist, nicht schon wieder. Und die Tür war auch offen. Ich sollte es endlich wegschließen. Hast du das nicht letzte Episode schon getan? Deine Sachen sind noch im Büro. Ja, wo denn? Ah, da. Da ist sie. Eine Tasche. Wunderbar. So, Roxy, was geht ab? Alles in Ordnung, Roxy. Oh, hey, hey ho, Eva. Ja, ich warte nur auf Rob. Sein Auto ist in der Werkstatt. Also machen wir eine Fahrgemeinschaft. Hey, Rob, bist du soweit? Nur eine Minute noch. Wie auch immer. Was machst du nachher? Nicht viel. Ich fahre noch nach Hause zum Abendessen mit meiner Familie, mit der Familie meiner Schwester. Wir haben immer ein gemeinsames Weihnachtsessen und sie warten auf mich. Wow, nett von ihnen. Wäre ich anwesend, hätte der Truthahn keine Schonzeit. Glaube ich gern. Und hast du irgendwelche Pläne für heute Abend? Naja, ich treffe nachher ein paar Leute. Aber zuerst habe ich ein Date mit meiner guten alten Couch und einer Packung Eiscreme. Ich werde mir die komplette Packung schnappen und sie ausleeren und dann werde ich löffeln. Klingt nach einem guten Plan. Yep, yep. Alles klar. Viel Spaß mit dem Eis, Roxy. So, jetzt können wir aber runter. Du gehst? Du bist noch hier? Jupp, ich bleibe über Nacht. Moment mal, was? Alle gehen nach Hause. Was soll ich sagen? Ich bin halt ein hart arbeitender Samariter.
Aus dem Weg! Neil? Bob. Kaiser Robert. Rob? Wie auch immer. Einen schönen Abend bei deiner Schwester, Eva. Du willst wirklich deine erste freie Zeit seit Monaten in der Firma verbringen? Jupp. Komplette Villa für mich allein? Her damit! Na gut, wie du meinst. Hey, wenn du möchtest. Hm? Vergiss es. Ja, im Winter Eis ist ein bisschen, weiß nicht. Eva! Hey Schwesterherz, ich bin auf dem Weg. Da ist er. Er ist dort ganz allein. Ist heute nicht wie Weihnachten für euch. Ja schon, ich weiß auch nicht, was er da treibt. Süße, du solltest ihn zum Abendessen einladen. Was? Sei nicht albern. Denkst da zu viel hinein, Dummerchen. Da steckt nicht mehr dahinter. Einfach nur als Gefallen für einen Kollegen, weißt du. Ich kenne ihn, er würde die Einladung nicht annehmen. Wie dem auch sei. Deck schon mal den Tisch. Ja, ich werde bald da sein. Okay, Süße, bis dann gleich. Bis gleich dann. Eva, was war das? Alles in Ordnung, Süße? Bist du noch da, Eva? Was? Was? Eva, hörst du mich? Ja, ich bin gleich da. Okay, Süße, bis gleich dann. Schon. Aller guten Dinge sind 30. Und der Moment der Wahrheit. Anomalität im Stromkreislauf festgestellt. Hauptstromversorgung unterbrochen. Was zum... Kann das... Ich sollte ins Untergeschoss gehen und den Schalter zurücksetzen, bevor jemand was mitkriegt. Wenigstens läuft der Aufzug mit Notstrom. Eingangsbereich aus, komme ich ins Untergeschoss. Wird es jetzt zum Survival-Horror-Spiel oder was? Ich frag mich, hätten wir vorhin als Eva nicht das Tagebuch weggesperrt, hätten wir bestimmt das jetzt lesen können. Hm.
mal lang. Da zeigt der Pfeil hin. Da müssen wir lang. Oder so. Für ein Hightech-Unternehmen ist die Stromversorgung ganz schön unzuverlässig. Jüngersprofil geladen, Dr. Neil Watts. Zugriffszeitpunkt 19.47 Uhr. Also gut, als erstes Start wird dich mal neu. Stromversorgungsstatus wieder in Betriebnahme wird eingeleitet. Nun schauen wir mal nach, was hier passiert ist. Es sieht fast so aus, als hätte jemand den Generator manuell heruntergefahren. Zugriffsdaten werden geladen. Das verstehe ich nicht. Das kann nicht richtig sein. Muss ein Fehler im System sein. Wer ist da? Verteidigen mit dem Besen. Durup. Fußspuren. Wer? Tür war doch verschlossen. Da bist du. Stromversorgung wiederhergestellt. Hilft das Handtuch, Süße? Ja, es hilft, danke. Welche Affe hat dich denn gebissen? Keiner schlägt meine Schwester. Mensch, das war ein Unfall, okay. Dein Gesicht war ein Unfall. Machst du den ganzen Tag nichts anderes, als den Besen zu schwingen? Hey, ich war im Raubtiermodus und da scheint sie plötzlich in meinem Revier. Was kann ich dafür, dass ich mit solch unterschnellen Reflexen geboren wurde? Warum seid ihr überhaupt alle hergekommen? Musst du gerade fragen, seinen Urlaub allein im Büro verbringen? Wer macht denn sowas? Das war ihre Idee. Ja, verflixt doch mal. Ich sehe mir nicht an, wie der Partner meiner Schwester in so einer Nacht alleine vor sich hinschmollt. Ich hab nicht geschmollt. Du hältst einfach mal die Klappe und hörst zu. Eva hat einige gute Freunde eingeladen und wir werden alle zusammen ein schönes Abendessen veranstalten. Und du wirst jeden Augenblick genießen. Oh, du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Okay. Na, Süße. Es ist nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Was war das? Warum ist er immer noch hier? Husch, husch. Hey, tut mir leid wegen deinem Gesicht. Sprich mich nicht an. Ach, Eva, es war das weiche Ende des Besens. Also genau genommen, sollte ich dir eine Gesichtsmassage berechnen? Geh einfach weg. Okay. Darf ich das Geschenk öffnen, Papi? Darf ich? Frag Tante Eva, es gehört nicht uns. Mensch, Neil, wir sind gerade erst angekommen und Tracy ist jetzt schon stinksauer auf dich. Berufsrisiko lässt sich nicht ändern. Ja, es ist gefährlich hier. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was du mit einem Mob anstellen würdest. Aus versicherungstechnischen Gründen darf ich keinen führen. Okay. Tschüss, ich gehe nach Hause. Du. Was macht die denn da hier? Oh, hey ho! Ich dachte, du wärst schon zu Hause. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Aber als ich mich gerade gemütlich auf die Couch geschmissen habe, hat Eva angerufen und nach einem Taxiservice gefragt. Was? Aber sie ist doch schon hier. Hallo! Was zum? Hallo, Onkel Nie! Das letzte Mal, als ihr zwei vorbeigekommen seid, habt ihr mich Affengesicht genannt. Das war Tommy.
Er ist gemein. Blablabla. Aber das Kind wird mal ein echter Satansbraten. Sorry, Lilly. Lang nicht gesehen, Neil. Stimmt, ihr wart euch einfach aus eurem liebevollen Zuhause gescheucht, hä? Oh, wir kommen gern vorbei. Die Kinder haben sich zu Hause ohnehin gelangweilt. Blablabla, lasst uns drin weiterreden, sonst verpassen wir noch das Abendessen. Oh ja, ich sollte mal die anderen begrüßen. Okay. Ohne mich. Tschüss. Das Kind dreht sich im Kreis. Kreis, wunderbar. Tschüss, ich gehe auch nach Hause. Hey, hat jemand Neil gesehen? Er ist uns im Flur entgegengekommen, aber ist uns nicht nach drinnen gefolgt. Sieht so aus, als wäre er aus irgendeinem Grund wieder nach unten gefahren. Ja. Unten. Vielleicht nächstes Mal. Bocke. Bobe. Zugangsprofil geladen. Dr. Eva Rosaline. Zugriffsdaten. Zugriffsdaten werden geladen. Seit 19:39 Uhr manuelles Herunterfahren durch Dr. Neil Watts. Seltsam. Warum hat er den Generator erst heruntergefahren und dann selbst neu gestartet? Ich sollte die Einstellungen so lassen. Okay. Gibt's die zweimal? Die Leute. Ich sollte Neil suchen. Ist er draußen? Oh, okay. Ich hab gedacht, er wäre wieder in seinem Büro oder so. Hallo? Wer ist da? Wer ist am Apparat? Sohn? Bist du das, Neil? Warum sprichst du nicht mit ihnen? Haben sie etwas falsch gemacht? Nein, es ist nicht ihre Schuld. Warum bist du wieder hergekommen? Das habe ich dir bereits gesagt. Es war die Idee meiner Schwester. Du hättest es ihr ausreden können. Was? Sieh mal, danke, dass du zurückgekommen bist und diese Leute eingeladen hast und all das. Aber mach sowas bitte nicht nochmal. Was genau meinst du? Wo gehst du hin? Nach Hause. Ich habe einiges zu erledigen. Was zum Teufel ist los mit dir? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber heilige Ananas, nochmal, bleib locker. Diese Leute sind den weiten Weg hergekommen, um den Abend mit dir zu verbringen. Wann hast du das letzte Mal mit anderen zusammen zu Abend gegessen? Meine Schwester hat ihre Familie hergebracht, damit du nicht allein sein musst. Sogar Lilly und ihre Kinder sind gekommen. Du erinnerst dich doch noch an sie, oder? Du hast sogar dieses dumme Spiel über den Fall programmiert. Was wirst du tun, wenn du zu Hause bist? Dir eine Fertigpizza in den Ofen schieben? Entspann dich mal für einen Abend, meine Güte. Wie auch immer. Ich werde hier nicht weiter in der Kälte stehen und dir eine Predigt halten. Mach, was du willst. Ich gehe rein. Aber oben ist ein Platz für dich reserviert, egal ob du kommst oder nicht. So, das war die zweite Minisode von To the Moon.
So zur eigentlichen Story und so weiter hat es jetzt, wie schon erwartet, nichts wirklich dazu beigetragen. Dann halt so zwei kleine, schöne Dinger. Boah, war nicht schlecht. Besonders, dass die Dinger kostenlos zum eigentlichen Hauptspiel dabei waren, ist es ganz cool. Auf jeden Fall. So. Das Ding nimmt auf. Vielleicht kommt das Ding ja in Bird Story Dingens da. Aufnahmegerät noch mit dabei. Soll ich dazu? Keine Ahnung. Eine Nachricht. Jordan, ein Freund, der viele von Freebirds Pixelbildern gezeichnet hat, von Anya, dem Leuchtturm aus To the Moon, zu Nils und Ivas Kollegen in dieser Minnesota, ist momentan im Krankenhaus und unterzieht sich einer Chemotherapie. Wenn Ihnen seine Arbeit gefallen hat, ziehen Sie bitte in Betracht, seiner Familie mit einer Spende zu helfen. PayPal-Adresse seiner Mutter lautet laurab23@gmail.com. Unter dieser Adresse können Sie ihm auch aufbauende Worte senden. Bitte auf Englisch schreiben. Jordan@freebirdgames.com. Vielen Dank. Birdsil gibt es die Firma noch nicht. Okay. Und? Und was? So übel war das. War das nicht, oder? Alle hatten einen schönen Abend, nicht wahr? Ja, denke schon. Hey, kann ich bei euch mitfahren? Was? Hey, kann ich bei euch mitfahren? Klar, Süße, lass uns nach Hause. Was? Okay. Okay, also das war auf jeden Fall so eine komische Maschine, die Neil bei sich getestet hat. Warum hatte die jetzt? Vielleicht kommt da noch irgendwas. Mal schauen.